Und ein weiteres Mal, 11.11., jetzt haben wir es tatsächlich, 14.23 Uhr. Und ja, jetzt ist es mal wieder so weit, dass ich jetzt gerade noch schnell mal ein bisschen abschalten muss. Und daher sagte ich mir auch gerade beim Aufräumen, ah, du möchtest dir ja bald mal so einen Halter für die kleinen Zwingen bauen. Ich habe das ja für die großen, für die ganz kleinen da drüben. Und für die hier hatte ich nach wie vor keine gemacht, also ist das jetzt auch mal wieder angesagt. Ach komm, jetzt raus hier, du Leim. So. Der Halter wird jetzt zwar nicht so kompliziert, also das sind jetzt letztendlich 4 Teile und davon ist einer der French Cleat Halter auf der Rückseite. Ansonsten wird das jetzt nichts Außergewöhnliches hier, also dass das ganz bequem hier nur so rangesetzt werden kann, und davon mache ich mir jetzt am besten auch gleich 2, weil es ist immer wieder ein bisschen das Problem, gerade bei dem großen Halter, das habe ich ja wieder bei dem Gläserregal gesehen gehabt, dass es da immer ein bisschen blöd ist, diesen kompletten riesigen Halter zu nehmen. Der hat halt doch ein bisschen Gewicht, und gerade in der Situation, da war ich dann halt schon ein bisschen fertig mit der Welt. Und dann noch sowas heben müssen, naja, ist jetzt nicht der große Weltuntergang, aber es ist halt immer mal wieder ein bisschen blöd. Und daher mal 2 kleine. Ich denke mal auch, die werden nicht ganz voll werden, aber das ist ja jetzt nicht das große Problem. Soll jetzt auch nicht heißen, dass ich mir jetzt unbedingt nochmal welche kaufen muss, aber so, dass ich halt wirklich einfach die Funktion von 2 habe anstelle von einem großen. Und die kann ich mir natürlich dann an die Punkte der Wand hängen, wo ich sie halt am meisten brauche. So, Grundplatte, das ist im Übrigen jetzt alles Rest von dem Regal. Das passt doch relativ gut. Ja. So, dass ich jetzt nicht mal hier groß noch irgendetwas schneiden musste. Ich hatte das gerade in der Hand. Und gerade beim Aufräumen hatte ich dann als nächstes die Zwingen in der Hand. Und daher kam es jetzt gerade dazu, dass ich jetzt auch hier schnell noch 2 Halter präpariere. Und Nummer 1. Und ich muss jetzt gerade sagen, obwohl der jetzt so recht einfach ist, ja doch. Also hässlich ist er jetzt nicht. Aber das ist jetzt, denke ich, auch sowieso mal Geschmackssache. Ja. Und mir war ehrlich gesagt das Ganze auch zu blöd, nochmal als Projekt zu bringen. Aber irgendwann muss man das ja nun mal bauen. Ja. Ja. French Cleat Halter dann zum Schluss noch hinten dran. Und schon kann ich das Ganze bequem an die Wand hängen. Und diese Kiste wird dann hoffentlich auch endlich mal leer. So, schauen wir, ob das passt. Das passt auch. Ja, wunderbar. Und so habe ich jetzt zum ersten Mal in einem Video-Tagebuch jetzt quasi auch noch was gebaut. Und das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Ich baue relativ selten jetzt noch was ohne Kamera. Also das ist jetzt so ein bisschen auch Stöpselkopf geschuldet, muss man jetzt gerade mal sagen. Es stört mich jetzt nicht sonderlich. Aber gerade so etwas jetzt wie das hier, was ich mir eigentlich schon eine ganze Weile immer wieder geschaut habe, dachte, okay, da hast du jetzt für keine Zeit. Das ist ja etwas, was du nicht filmst. Dann ist es kein Stöpselkopf-Projekt und du brauchst ja noch ein Projekt. Wenn der Fall mal eintritt, dass ich mal ein Projekt im Vorlauf habe, dann lässt sich sowas leicht realisieren. Aber es ist halt immer wieder so das Problem. Ich will hauptsächlich eigentlich immer wieder was bauen, was auch gleichzeitig ein Stöpselkopfprojekt ist. Es kommt nur noch selten vor, dass ich jetzt echt irgendetwas baue im Hintergrund, was dann nicht ein Stöpselkopfprojekt wird. Das ist die ganzen Projekte oder die ganzen Sachen, die jetzt zum Beispiel jetzt hier um mich herum irgendwo liegen in Kisten oder Tüten, das sind irgendwann mal Projekte. Also es gibt selten, dass ich an irgendetwas dran sitze, was nicht irgendwann mal ein Projekt wird. Und das sind halt auch so die Sachen, die manchmal echt ein bisschen zeitintensiv sind. Die ganze Vorbereitungszeit eben. Naja,